herrlich? Eine wunderbare Frage. Diese Frage ist so wunderbar, dass ich eine ganze Sendung drüber machen muss. Eine Zuschauerin mit Namen Vera fragt, was sagt eigentlich ein Astronom zur Sphärenharmonik? Mein Freund ist von der angeblich absoluten Ordnung im Kosmos völlig überzeugt. Das Thema taucht immer mal wieder auf, meist in eher esoterisch-astrologischen Kreisen. Ich, also Sie, die Vera, möchte mal über eine rationale Argumentation inklusive Fakten verfügen, die ich auch in einer Diskussion mit meinem Freund anbringen kann, sodass ich nicht immer die Streitgespräche verliere. Liebe Vera, die absolute Ordnung, die gibt es überhaupt nicht im Kosmos. Es gibt aber immerhin sowas wie harmonische Verhältnisse. Also das gibt es schon immerhin. Das hat aber mit Esoterik und Astrologie überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Gestalt. Da bin ich nicht für zuständig. Ich bin ja kein Astrologe, sondern ich bin ein Astronom. Präziser ein Astrophysiker. Hast du schon mal was von der kosmischen Harmonie gehört? Nein. Noch nichts? Ehrlich gesagt nicht. Ja, aber man kann sich gut vorstellen, dass die harmonischen Verhältnisse, die man gerne im Universum hätte, dass das natürlich tatsächlich ein großer Wunsch der Menschheit war, schon immer, weil man, das ist ja nun überhaupt nicht harmonisch. Wer hat denn hier wieder gewütet förmlich? Also sowas ist nicht harmonisch. Ja? Das sieht man ganz deutlich. Harmonisch wäre es gewesen, wenn der Stuhl an der Stelle stünde, wo er hingehört. Diese Stelle ist nicht hier im Fensterrahmen. Dieser Fensterrahmen ist normalerweise dazu da, dass ich entweder in die Welt blicke oder in die Wissenschaft. Aber doch nicht, dass der Stuhl hier hängt. Das ist ja fürchterlich. Also da sieht man schon, da merkt man schon, das kann nicht harmonisch sein. Harmonische Bewegungen, so, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier, so schön, harmonische Bewegungen sind Bewegungen. Der wollte auch mal raus in die weite Welt. Der Stuhl? Ja. Da soll er doch was sagen, den nehme ich doch mit. Also eine harmonische Bewegung könnte man hier vielleicht mal so machen. Das ist eine harmonische Bewegung. Eine Schwingungsbewegung, ja? Hin, her, hin, her. Also jetzt kann man sich schon vorstellen, worum wird es gehen bei dieser Sendung. Also ich will sie nicht verschaukeln, Vera, um Gottes Willen. Nein, nein, es geht darum, dass man offenbar Kräfte im Universum, die müssen in einer bestimmten Art und Weise am Werk sein, damit Schwingungen, zum Beispiel harmonische Schwingungen, sich vollziehen können. Aber wir machen das jetzt ganz ordentlich. Benni, ich werde mich jetzt auf diesen harmonischen Stuhl setzen und werde mal kurz, komm ruhig mal näher, die ganze Sache historisch anfangen. Pythagoras, sagt ihr was? Ja, wunderbar. Ja, das ist eben Bildung. Ja? Das ist eben ein Bildungsprogramm, was wir hier machen. Also Pythagoras, das war ja der von dem Satz von Pythagoras, wusste der nicht? A Quadrat plus und so weiter. Jawohl, A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Aber der Pythagoras war ein Begründer einer bestimmten Philosophie, nämlich einer Zahlenmystik. Für Pythagoras war es ganz wichtig, dass Dinge sich in einem harmonischen Verhältnis zueinander verhalten. So hat er zum Beispiel auch die Einteilung in die Oktaven in der Musik mitbegründet, weil nämlich die Töne, zum Beispiel auf dem Klavier, gut, er hatte damals noch keins, er hatte Saiten, die müssen in einem bestimmten Verhältnis stehen, damit sie harmonisch klingen. Und dieses bestimmte Verhältnis ist immer eine ganze Zahl oben am Bruch und eine ganze Zahl unten. Das ist harmonisch. Soweit so klar? Harmonie bedeutet also, dass man eine bestimmte mathematische Relation hat. Oben steht nicht 2,7539, sondern 2. Unten steht nicht 3,05, sondern 3. Das ist 2 Drittel. 2 zu 3. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Oder 2 zu 1 oder 1 zu 2. Also die Dinge müssen sich in einem bestimmten harmonischen Verhältnis zueinander verhalten. Und Pythagoras hielt das für eine der fundamentalen Eigenschaften der Welt. Damit die Welt so wunderbar sein kann, wie sie ist, muss sie harmonisch sein. So, damit war also praktisch der Ansatz gemacht, in der Natur Harmonie zu suchen. Und wie geht das? Wir haben schon gesehen, nur mit Mathematik. Also die Harmonie des Pythagoras war nicht irgendeine Harmonie nach dem Motto, mir geht's ganz gut, ja, ist ganz angenehm hier, sondern es geht um eine mathematische Harmonie. Dann funktioniert es. Soweit, gut. Und jetzt gucken wir uns mal die Frage an nach den harmonischen Verhältnissen zum Beispiel im Sonnensystem. Das war natürlich das Erste, wonach man gefragt hat. Was sind die harmonischen Verhältnisse im Sonnensystem? Denn das Sonnensystem war ja am Anfang im Zentrum des gesamten Universums und erst viel später wurde es eines von vielen Sonnensystemen. Was ist im Sonnensystem drin? Wir haben in der Mitte die Sonne. Also hier.
Und um die Sonne herum bewegen sich die Planeten. Zunächst dachte man, also das ist jetzt, wir sind schon nach Kopernikus, wir sind also schon im heliozentrischen Weltbild. Wir lassen also die Sonne in der Mitte und die Planeten drumherum laufen. Zunächst dachte man tatsächlich, man könnte verstehen, dass der Merkur und die Venus und die Erde und der Mars und dann kommt der Asteroidengürtel und dann kommt der Jupiter und dann kommt der Saturn und dann kommt der Uranus und dann kommt der Neptun und dann dass man diese Reihenfolge tatsächlich harmonisch verstehen könnte, gab es eine Reihe. Titius Bode ist aber, hat sich als falsch erwiesen. Was man aber dabei entdeckt hat, als man das Sonnensystem untersuchte, waren interessante Bahnen. Und die führen nun tatsächlich wieder zu einem Harmoniebegriff. Und da geht es wieder um das Schaukeln. Ja, wir wollen jemanden schaukeln lassen. Dieses Schaukeln von etwas, diese Pendelbewegung, die könnte man jetzt hier im Sonnensystem auch damit zusammenbringen, wie sich etwas um die Sonne herum bewegt. Und so gibt es zum Beispiel Asteroidenbahnen. Und es gibt Asteroiden, so muss man sagen, die sich auf Bahnen so um die Sonne herum bewegen, dass sie sich zum Beispiel zweimal um die Sonne herum bewegen, während Jupiter, der schwerste Planet von allen, doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen, 317 mal so schwer wie die Erde, während Jupiter sich nur einmal um die Sonne herum bewegt. Und warum sind diese Bahnen 2:1 Resonanz? Also der Körper bewegt sich zweimal um die Sonne, während Jupiter es nur einmal tut. Es gibt andere Asteroiden, die sind 3:2, 4:3, alle möglichen Resonanzen sind da besonders harmonische Bahnen. Warum sind die so wichtig? Nun, das ist ein bisschen wie beim Schaukeln. Wenn man den die Schaukelnde oder den Schaukelnden anstößt. Wenn man das nicht harmonisch tut, dann wird der Schaukeln irgendwann zu Ende sein. Wenn man es aber harmonisch in der richtigen Art und Weise tut, dann bleibt die Schaukelbewegung erhalten. Und genau das Gleiche gilt für diese Resonanzen dort oben. Man hat also eine kosmische Harmonie. Insofern, als diese Besonderheiten, die mit diesen harmonischen Bahnen zusammenhängen, das sind Bahnen, in denen bestimmte Kräfte Zustände sind, die besonders stabil wirken. Oder sie können aber auch so sein, dass es heißt, das hier ist eine Verbotszone, hier darf nie ein Körper sein. Zum Beispiel bei den Saturnringen, haben wir schon mal gesehen. Saturn, Herr der Ringe, diese wunderschöne, extrem dünne, teilweise nur wenige hundert Meter große, dicke, aber Millionen Kilometer großes Ringsystem, das hat sich angeordnet in einer bestimmten Art und Weise, tatsächlich wieder in Resonanzen. Das heißt, da gibt es Monde, die in den Ringen herumlaufen und diese Monde sorgen dafür, dass die Brocken, aus denen die Saturnringe tatsächlich bestehen, nicht zu nah an den Saturn rankommen, aber auch nicht zu weit davon fliegen. Jedes Mal wieder ist es die Gravitation, die an den Teilchen zieht und so wie gezogen wird, so wie bei der Person, die auf der Schaukel sitzt, so wie gezogen wird, kann entweder können diese Brocken davonfliegen, müssen aber wieder zurückkommen. Davonfliegen und zurückkommen. Die Entdeckung der periodischen Bewegung im Universum war eine der wichtigsten Entdeckungen, die es überhaupt gibt. Das hat es nämlich möglich gemacht, die Welt in Wellen zu zerlegen, in periodische Bewegungen. Also jede Bewegung kann im Prinzip in periodische Bewegungen zerlegt werden. Ob das immer harmonisch ist, das ist eine andere Frage. Aber im Prinzip kann man jede Bewegung in Wellen zerlegen. Und zum Beispiel nehmen wir eine andere kosmische Harmonie. Schauen wir uns an, welche Zustände zum Beispiel ein Elektron, nehmen wir ein Wasserstoffatom, ganz einfach, welche Zustände kann denn ein Elektron in einem Atom annehmen? Auch da, wenn wir da reingucken, machen wir es zunächst mal mathematisch, gibt es eine ganz harmonische ersten Elektronenzustand. Und wie sieht der aus? Der harmonischste, der symmetrischste Zustand, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wie sieht sowas aus? Benni, hast du eine Vermutung? Was ist das schönste, rundeste, was es überhaupt gibt? Ein Kreis. Noch runder? Noch runder? Als ein Kreis? Ist eine Kugel. Also Kugel, ja. Also ja, Kreise, okay. Kreise, wo du hinguckst. Ja. Also der erste, das ist ein harmonischer Zustand. Der nächste Zustand eines Elektrons ist schon eine Kugel, die größer ist. Und sobald es davon Abweichungen gibt, hat man sowas wie Keulen, Zylinder und so weiter. In der Tat spielen für die Beschreibung der Natur die Vorstellungen, also unsere menschlichen Vorstellungen von einer Harmonie, eine große Rolle. Das heißt, wir versuchen immer herauszufinden, gibt es einen harmonischen Zustand, also der perfekt ist, der ideal ist, wie es in der Physik so schön heißt. Also möglichst ohne Reibung, ohne Störung, alles super, alles klasse, absolute Homogenität, absolute Gleichheit von allem. Das ist dann sozusagen die maximale Harmonie. Stellt sich aber raus, und das ist eben der Grund, weshalb Sie im Grunde genommen doch, liebe Vera, jedes Streitgespräch mit Ihrem Freund gewinnen müssen. Denn der Freund, der hat nicht im Auge,
dass eben neben diesen harmonischen Vorstellungen, die wir von der Welt haben, die Welt selber ein Sammelsurium ist. Und das ist nun was ganz anderes als was Harmonisches. Ein Sammelsurium bedeutet nämlich, es ist ein totales Aufeinander-Zugeworfen-Sein. Manche Sachen da draußen im Universum sind völlig asymmetrisch. Denken Sie nur mal an die Drehung von irgendwas. Wie kommt es denn, das ganze Universum dreht sich ja nicht, wissen wir ja nicht, aber wie kommt denn das, dass alles sich dreht? Wie kommt denn das? Ja, das ist ganz einfach. Nehmen wir an, ja, also wir betrachten hier diese Tasse. Nicht, dass Sie denken, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist eine, die nicht aus meinem Schrank ist. Das ist meine Tasse und die dreht sich ja momentan nicht. Wie kriege ich die in Bewegung? Na, ist ja ganz einfach. Wenn sie jetzt schwebte, diese Tasse, dann bräuchte ich nur diesen Henkel anzustoßen, dann würde die Tasse sich in Bewegung setzen. Dieser Henkel ist aber deutlich vom Zentrum der Tasse entfernt. Das heißt, ich habe hier eine asymmetrische Bewegung, die aber dazu führen würde, dass die Tasse sich dreht, wenn ich sie hier dran bewegte. Würde ich genau im Mittelpunkt dieser Tasse angreifen, würde ich die Tasse gar nicht in Bewegung setzen können, zumindest nicht in Drehung. Ich könnte sie in Translation, also dass sie sich nach vorne oder nach hinten bewegt, aber nicht in Drehung. Drehung bedeutet also, ich muss eine Kraft ausüben, die irgendwo von der Mitte, von der zentralen, also der harmonischsten Mitte meines Körpers entfernt ist. Dann wird das Ganze in Bewegung gesetzt, in Rotation gesetzt. Das heißt, der größte Teil des Universums ist ein einziges Miteinander in Wechselwirkung getreten sein, um es mal ganz philosophisch auszudrücken. Das hat überhaupt nichts mit Harmonie zu tun. Die Harmonie setzen wir Menschen in die Welt, um sowas wie ein Ordnungsschema zu haben. Und wir finden dabei eben Inseln, die besonders harmonisch sind. Da ist eine hohe Stabilität, da sind ganz besondere Eigenschaften. Aber diese Inseln sind in einem Ozean, der gar nicht harmonisch ist, wo wir eine ganze Menge zu tun haben, die Harmonie herauszufinden. Das kann man tatsächlich so ein bisschen vergleichen, das Bild ist ganz gut. Wenn wir also über einen Ozean zum Beispiel flögen, wir würden über den Atlantischen Ozean fliegen, dann hat man jetzt natürlich, sagen wir haben im Kopf so diese ganz klassische, wunderbare, harmonische Wellenform. Ja? Welle, also Wellenberg, Wellental, Wellenberg, Wellental, Wellenberg, Wellental. So ist es aber da draußen nicht. Sondern oft, ja, also wenn da richtig der Sturm peitscht, dann überholen sich die Wellen. Dann gibt es Teile von so einer Welle, die sich überschlagen. Das hat aber mit unserem Wellenberg, Wellental. Wellenberg, Wellental bildet überhaupt nichts zu tun. Da scheinen also noch Kräfte am Werk zu sein, die unser harmonisches Bild ziemlich stark stören. Und das können wir ja auch beobachten. Also das heißt, die Welt hat enormen Einfluss darauf, was von unserer Harmonie noch übrig bleibt. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, also da draußen im Weltall, da ist ja nicht viel los. Da ist es ja dunkel. Also A, es ist dunkel und es ist total leer. Also wenn da mal was in einem harmonischen Zustand ist, dann bleibt das auch so. Das stimmt und stimmt nicht. Es stimmt in der Tat, da draußen ist relativ wenig los. Das merkt man schon daran, dass man jeden Abend die Sterne am Himmel sehen kann. Wenn das Universum nicht so leer wäre, würden wir von den Sternen ja gar nichts mitkriegen. Aber es gibt eben doch immer wieder Einflüsse von etwas anderem, was in der Umgebung ist. Dass wir in einem Sonnensystem leben, in dem die Bahnen der Planeten fast kreisförmig sind, könnte ein großer Zufall sein. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur eines. Wenn ein anderer Stern an uns vorbei flöge, beachten Sie den Konjunktiv, dann würden die Bahnen der Planeten so sehr gestört werden, diese scheinbar so harmonischen Bahnen so gestört werden, dass die Planeten entweder in die Sonne fielen oder zusammenstießen. Wir leben in einer der harmonischsten Ecken der Milchstraße. Und deswegen haben Sie beide ein bisschen recht. Also, es gibt keine perfekte Sphärenharmonie, aber es gibt eine richtig gute Begründung für so manche harmonischen Verhältnisse. Und ich hoffe damit, Ihrem Verhältnis zu Ihrem Freund zu ein bisschen Harmonie verholfen zu haben. Tschüss. Herrlich. Harmonie. Ja, 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 ja.